Hallo und willkommen zurück zu World of Warcraft. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Quests machen. Einfach Quests machen. Achso. Kraft aus den Steinen ranziehen. Das kriegen wir hin. Ja, wir haben heute den, den 8.9. Wir haben es 18:42 Uhr. Und ja. Arbeitstag ist geschafft für heute. Gott sei Dank ist der halbe der Woche schon um. Ich habe jetzt demnächst Urlaub. Ich habe jetzt noch, noch anderthalb Wochen muss ich arbeiten gehen. Dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Das ist ja quasi mein nachgeholter Sommerurlaub im September. Ja. Und dann habe ich noch den Urlaub schon mal für Oster. Ach, Oster sag ich schon. Ja, genau, für Oster habe ich schon eingereicht. Nein, für Weihnachten und Neujahr eingereicht. Und jetzt habe ich nur noch 2 Tage übrig. Und ja, die werde ich wahrscheinlich. Entweder nehme ich die noch zwischendurch irgendwann mal oder ich hänge die irgendwo noch dran. Oder ich nehme die einfach mit ins nächste Jahr und dann beim ersten Urlaub sind die dann direkt mit aufgebraucht. Weil ich eigentlich versuchen will, keinen Urlaub mit ins nächste Jahr zu nehmen. Weil der Urlaub ist dazu da, dass man ihn nimmt. Reden von Tethys. Tethys Ruin. So, dann kriegst du eben deine Quest hier zurück. Ich hoffe, dann lässt du mich in Ruhe. Befreie Gabos Rennenbrecher, 4 Runen bestehen Riesen. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, welche könnte das denn hier sein? Die Eisentarn? Ich habe keine Ahnung, welche Questreihe das sein kann. Echt keine Ahnung. Ja, was gibt's so zu erzählen insgesamt? Ja, nicht viel. Ich arbeite viel und bin dann abends zu Hause müde und Shannon ist dann ja auch zu Hause. Und dann gucken wir entweder was oder räumen hier irgendwie auf oder sowas. Oh, cool. Du kriegst doch ein Ebel. Von dir krieg ich doch bestimmt Erfolg, ne? Ach so. Blau. Also diese Questreihe da, diese besonderen Gegner töten, das werde ich aber glaube ich nicht machen. Keine Lust. Hab dank, kleines Wesen. Jo, gern geschehen. So, dann haben wir hier den nächsten. Jawohl, hat auch geklappt. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Der GDL-Streik ist jetzt zu Ende gegangen, der dritte. Ich muss sagen, ich bin auch ein Gegner von diesem TEG, von diesem Tarifeinheitsgesetz. Ich war ja auch mal Mitglied in der SPD und bin dann aus diesem Grund tatsächlich auch aus der Partei ausgetreten. Und hab gesagt, dass ich das... Und ich halte es immer noch, auch wenn das gerichtlich schon anders bewertet wurde. Ich halte dieses Gesetz für verfassungswidrig, ganz eindeutig, weil es wirklich gegen die Tarifautonomie verstößt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist im Grunde nach mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn die größere Partei, also wenn wir das jetzt auf die Bahn runterbrechen, wenn die EVG die Interessen der GDL mitvertritt. So, Quest fertig. Und, ja, ich hatte dann damals an die SPD geschrieben, jo, ich trete aus, mit dem Grund, erstmal wollte ich keine GroKo haben, keine dritte. Und dann, halt das TEG. Und, da hatte die SPD mir zurückgeschrieben, ja, wäre es nicht schön, wenn man sich vorstellt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, alle zusammen, für das gleiche Ziel kämpfen. Ja, sehe ich.
Moment, wo kriege ich, hast du eine Knoppe? Ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, wo ist das denn? Achso, ich muss in die Höhle rein, okay. Und ja, jetzt sehen wir natürlich, wie die kleinen Gewerkschaften natürlich um ihre Existenz bangen. Und jetzt hat sich ja auch der Chef der des 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 der der des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu Wort gemeldet und hat gesagt, er findet diesen Streik sinnlos, weil die GDL nur halt Schnauze, weil die GDL nur überleben will. Interessant ist aber, was er natürlich nicht dazu gesagt hat, ist, dass die EVG, also die größere Eisenbahnergewerkschaft, also mit zum Deutschen Gewerkschaftsbund gehört, während die GDL dem DBB, also dem Deutschen Beamtenbund, angehört. Also das, ne, muss man, finde ich, auch dazu sagen, oder gut, das wird auch in den Artikeln geschrieben. Ja, aber ich finde sowas, so, das ist ganz interessant, dass andere Gewerkschaften sich dazu so äußern. Ich meine, ich kann jetzt gut reden, ich bin jetzt nicht von der Bahn abhängig momentan. Was heißt momentan? Ja doch, momentan. Ich bin nicht abhängig von der Bahn, weil ich halt Automobil bin. Ich verstehe das, wenn Fragmente bringt na, dem Lager der Wächter 5 Fragmente der Ruhen Schlüsselsteins. Habt ihr die? Wer hat die denn? Müssen die Fragmente in unseren Besitz bringen. Jeder der Zwerge in Tor Mudan oder in den Gebäuden drumherum können Fragmente mit sich haben. Ach, die hier? Nö. Geht's hier auch hoch und runter? Nee, hier ist nix. Und ja, finde ich das ganz interessant. Natürlich sagt dann die. Und es wird auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, weil ich glaube, in diesem Bahnstreik, wo natürlich auch Interessen der GDL da sind, mehr Mitglieder anzuwerben, das ist ja auch ein legitim, das ist ja ein legitim, dass eine Gewerkschaft das möchte. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. GDL ist ein legitimes Ziel, das ist so legitim, dass sie Leute anwerben wollen. Und natürlich versucht man dann einen besseren Tarifabschluss hinzukriegen als die in dem Falle konkurrierende Gewerkschaft. Das ist ja ganz normal. Hoch. Also von daher ist es nicht so überraschend, dass das kommt, weil du hast ja auch, man hat ja auch noch die anderen kleinen Spartengewerkschaften hier, Cockpit, die Piloten und der Flugsicherheitsdienst, die UFOs. Ja, die gehören alle mit dazu, ne? Die sind alle von diesem Tarifeinheitsgesetz betroffen. Und es ist ja auch noch, es steht ja auch noch gar nicht fest, wie gezählt werden soll, weil es gibt noch natürlich zu diesem Tarifeinheitsgesetz noch keinerlei Rechtsprechung,
Auch von keinem bundesdeutschen Gericht, also keinem Bundesgerichtshof, Bundesverwaltung. Ich glaube, in dem Falle wäre, glaube ich, eher das Bundesarbeitsgericht zuständig, weil es eine arbeitsrechtliche Frage ist oder eine tarifrechtliche Frage. Ja, da wäre eindeutig das Gericht zuständig, da gibt es halt keine Rechtsprechung zu. Das heißt, es ist komplettes Neuland. Das muss jetzt erstmal ausgelegt werden. Dann müssen das verschiedene Gerichte bewerten und dann ihre Urteile fällen. Und da im Gesetz auch nicht, in dem Tarifeinheitsgesetz, in dem nicht festgelegt ist, wie festgestellt werden soll, dass Mitglieder gezählt werden oder wie eine Zählung stattfinden soll, kann das nur, und da stimme ich dem Herrn Wieselski zu, kann das nur über eine gerichtliche Feststellung gehen. Könnt ihr die auch haben, diese komischen Fragmente? Ja, perfekt. Ihr könnt die auch haben, sehr gut. So, perfekt. Dann haben wir alles. Also von daher sehe ich das schon so wie Herr Wieselski. Ich glaube jetzt nicht, dass das Ziel ist, kleine Gewerkschaften platt zu machen. Ich glaube aber schon, das ist, glaube ich, auch normal, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, dass dass natürlich der Arbeitgeber natürlich lieber mit den Gewerkschaften verhandelt, die ihm, mit denen er nicht so heftig heftig streiten muss, weil die EVG ist, zumindest was man hört, die kann auch streiken, gar keine Frage. Aber sie ist, glaube ich, nicht so, ja, kämpferisch will ich jetzt nicht mal sagen. Die haben nicht so einen rauen Umgangston. Also die GDL hat ja kein Problem damit, irgendwie einfach mal zu streiken. Oh, 10 Runen, Schlachtgolems und Ketzo. Okay. Also wie gesagt, das glaube ich jetzt nicht, dass die Bahn will, dass die GDL untergeht. Ja. So viel dazu würde ich mal sagen. So. So. Also, ich glaube schon, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Ich habe jetzt gerade eine Überschrift gelesen in meinem Google-Feed, dass die GDL jetzt noch keinen vierten Streik angekündigt hat. Aber das kann natürlich schnell gehen, aber auf der anderen Seite darf die GDL das, glaube ich, auch nicht überstrapazieren, weil sobald die Solidarität, und die sinkt ja wohl auch schon ein bisschen, die Solidarität in der Bevölkerung sinkt, glaube ich, dann könnte das auch ganz schnell hinten losgehen. Aber ich glaube auch, dass dem Herrn Wieselski das so ziemlich egal ist, was wir davon halten, weil er sagt, er tritt für die Interessen seiner Mitglieder ein. Und wenn die sagen, Klaus, mach weiter, dann macht er auch weiter. Ob er jetzt einen guten Umgangston hat oder so, das ist ja jetzt wieder eine ganz andere Frage. Er ist jetzt kein brillanter Rhetoriker, gar keine Frage. Er schafft es aber zumindest, die Leute, die wichtig sind, und das sind nun mal für einen Gewerkschaftsboss seine Mitglieder, da schafft er es unglaublich populär zu sein. Das ist einfach so. Das ist ein Fakt, das hat man an seiner Wahl gesehen. In seiner Wahl, ich glaube, der wurde, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent er bekommen hat. Aber ich glaube, er darf jetzt nach der Satzung der GDL, darf er jetzt nicht mehr kandidieren. Das ist jetzt seine letzte Amtszeit als GDL-Boss. Ja. Es herrscht wohl auch in der GDL insgesamt. So liest man zumindest im Internet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt nur Nachrichten sind. Moment. Ah. Größter unter den Kindern, der Schöpfer erhebt euch und fordert euer Geburtsrecht ein. Nö. Wird zu der Wiege Eisenstein zurückkehren. Also, ich glaube, die GDL wird uns noch, wenn denn dieses Tarifeinheitsgesetz weiter ist, und ich denke mal,
Ich denke mal, das TEG wird uns noch ewig verfolgen, bis es mal eine. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt eine wirklich eine linke Bundesregierung gibt, das wäre dann unter Führung der SPD wieder, dann müsste die SPD ihr eigenes mitinitiiertes Gesetz zurücknehmen. Ich meine, bei Hartz IV haben sie auch viele Korrekturen vorgenommen, haben dann immer gesagt, ja, wenn schlechte Politik, muss man auch korrigieren dürfen. Ob sie das zurücknehmen, ich weiß ja nicht. Das Gesetz hat ja damals Andrea Nahles noch durchgeprügelt im Bundestag und hat auch gesagt, es kann nicht sein, dass kleine Spartengewerkschaften mit ihren Zitat Partikularinteressen das ganze La Zitat Ende das ganze Land lahmlegen. Das war damals, als die Piloten Cockpit und die GDL gleichzeitig gestreikt haben. Wie geht's? Möchte das ihr noch mal. Seid auf der Okay. Hut. Lust auf ein Glas? Seid auf der Hut. So. Und ja. Es ist halt unglaublich viel, was was soll ich jetzt hier untersuchen? Was da so berücksichtigt werden muss. Aber im Grunde bin ich, wie gesagt, der Meinung, dieses Tarifeinheitsgesetz, so wie es da geplant ist, ist verfassungswidrig, meiner Meinung nach. Das kann auch nicht darüber, es kann auch nicht darüber hinweghelfen, wenn man sagt, ja, die größere Gewerkschaft muss auch die Ziel, muss auch die Wünsche der kleineren Gewerkschaft berücksichtigen. Ja. Aber es ist nun mal so, es ist, das Bundesverfassungsgericht hat das so entschieden. Jetzt könnte man meines Erachtens höchstens noch zum EuGH gehen, aber ich weiß gar nicht, ob der EuGH, der wird das an europäischen Normen messen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja schon oft deutlich gemacht, dass es zwar die Rechtsprechung aus. Aus Brüssel anerkennt, oder ne, aus Straßburg, aus Straßburg. Aber dass die trotzdem eine eigene Rechtsprechung trotzdem noch aufrechterhalten, also so sehr stark vereinfacht gesagt. Ja, das ist dann wieder so ein Ding, naja. Apropos Europa, Moment. Was geht euch durch den Kopf? Inhalt vom Modal. Fort mit euch. Boah, jetzt muss ich wieder hin zurück. Und da unten haben wir noch zwei. Naja. Egal, so viel meiner Meinung nach zum Tarifeinheitsgesetz und meine Meinung zum aktuellen GDL-Streik. Also meines Erachtens kann man das nur lösen, zumindest die Härte rausnehmen, wenn man das Tarifeinheitsgesetz wieder zurücknimmt bzw. abändert. Ja, dann kann man das meines Erachtens schaffen, das wieder umzukehren. Oder zumindest diese Heftigkeit rauszunehmen. Ah ja, dich habe ich von oben schon einmal gesehen. Okay. Wo ist denn das Ding? Die besser. So, wir haben den Seismographen. Führen wir mal eben die Messung durch. Ja, so viel dazu. Könnt mir gerne mal drunter schreiben, was ihr davon denkt. Ich weiß jetzt natürlich auch, dass die WoW-Sachen nicht so heftig geguckt werden. Wo ist denn der Seismograph? Fuck.
Wo ist der Seismograph? Den habe ich ja mitgenommen. Ah, da. Gut. Ja. Also ich versuche jetzt, für diejenigen, die bis jetzt, in der, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir sind, bis jetzt durchgehalten haben und jetzt einschalten, ich versuche jetzt wirklich, mir für jede Folge ein Thema zu überlegen, über das ich dann ganz ausführlich mit euch sprechen möchte oder euch meine Gedanken zu mitteilen möchte. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal die Quests ab und dann mache ich auch schon den Schnitt. Und dann habe ich das auch im Kasten. So. So viel reden bin ich gar nicht mehr gewohnt, ey. In meinen LPs rede ich eigentlich recht wenig. Ich könnte eigentlich eher Walkthroughs machen. Walkthroughs. So, du hast eine Quest abgegeben. Welches das in Rakus außerhalb der Ruinen von Teutonen Schlaghammer. Seid sicher. Okay, der ist hier vorne direkt, dann gehen wir da eben hin. Ach, das war der Typ hier, der Dreier-Typ hier, den wir hier die ganze Zeit gesehen haben. Der meinte, ja, ich kümmere mich um ihn, bleibt stehen und so und dann, ja. Ja, genau, der ist das. Ja. Achso, nehmen wir mal eben auf. Ursorg der Bergott, die Eisentarn, Lockens Befehl, Stunde der Worgen, Äonen von Qual. Warte mal, bin ich schon zu weit geflogen? Nee, bin genau über euch. Ja. So. Möchtet ihr den Schlaghammer auf die Gongs außerhalb der Ruinen von Drakien anwenden? Ihr sollt die Ruinen betreten, sobald ihr erschlagen wurdet. Und dem Geier. Kraft. Was? Seid ihr aber groß. Ja, ne? Das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das. So. Erhalten 24 Gold. Gut. Was? Ich soll was? Machen wir mal. Ich könnte es wagen, mich ohne Opfergabe herbeizurufen. So, und jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Oh, jetzt muss ich laufen. Hier richtig? Ja. Ich möchte, dass ihr den Schnee des ewigen Schlafes von der Kiste in den Ruinen nehmt. Ihr müsst den Schnee bei den dortigen Olden. Was? Was soll ich jetzt machen? Irgendeinen Schnee sammeln? Also hier ist der Schnee des ewigen Schlafs. Ach, da ist der Schnee.
Ihr müsst hier schnell bei den dortigen. Wo sind die denn hier? Sehe ich den Geist jetzt immer? Raff ich nicht. Muss dann gleich für den Gong hauen oder was? Ah, okay. Dann machen wir das mal eben schnell. Okay, dann der nächste bitte. Atem des Todes. So sieht das ein bisschen aus. Wo ist meine Mumie? Ey, Mann. So, dann der vorletzte bitte und danach machen wir den Schnitt. Ich bin schon längst überfällig. So. So. Lecker Obst. So. Endlich frei, Mann. Gut. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.